Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder auf dem schönen Helgoland. Wir sehen dort hinten St. Nikolaus und die Amtsmannsfeste. Und wir wollen diese Insel zu der unseren machen. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Uns wird am laufenden Band eingebrochen. Die Produktion wurde aus Platzmangel unterbrochen. Und da ist jemand fertig geworden mit seiner Aufgabe. So, und zwar hier im Friedhof wäre ich voll. Beide. Okay, gut. Dann. Was gibt es? Hört doch mal können wir auf, beide selektieren? Nee, können wir nicht. Schade. Dann nehmen wir die einzeln. Du gehst hier hin. Da ist ja auch noch jemand. Ich bin gerade beschäftigt. Folgst auch dahin. Und dann gehen wir da mal alles verkaufen, was die da haben. Euch unterstützen? Bestimmt nicht. Mal gucken, was das hier an Geld bringt. Ich glaube nicht, dass das so viel ist. Liebeshaus, der Pate. Passender Name. So, die sind da. Dann gucken wir mal. 440. Oh, 1040. Sehr schön. Das gab ganz nett Geld. Ich würde beiden direkt sagen, dass die wieder zurück sollen. Selbstverständlich. Was gibt es? Jawohl. Dann können die nämlich direkt nochmal weiterarbeiten. Weil wir haben noch einiges vor. Wir brauchen 80.000 und 4.000 an Einfluss. Dann haben wir unser erstes Hauptziel erreicht. Wir werden nachher auf jeden Fall noch ein paar Kasernen bauen. Wir dürfen momentan noch 3 Betriebe bauen. Genau diese 3 Kasernen werden wir damit machen. Die sind wieder hier. Und dann lassen wir die beide Spinnen sammeln. Das hat sich nämlich gerade ganz gut rentiert. Dann werden die auch gleichzeitig wieder fertig. Meine Dame, so, was würde uns denn so eine 10.000 kosten, so eine Garnison? 10.000. Wie sieht das momentan mit unseren Kassenbüchern von den Betrieben aus? Die Einnahmen sind, nennen wir es übersichtlich. Die von den Spielmannszelten sind gut. Die Gießereien. Ja, auch sehr übersichtlich noch. Die Grobhandwerkerhütte fängt so langsam an, ein bisschen Plus zu machen. Da, wo ich gerade den Igram sehe, der hat jetzt frisch angefangen zu arbeiten. Ist der auch schon hier eingestellt? Ja, ist er schon. Sehr gut. Und dann würde ich mal gucken, dass wir uns mal darum kümmern, wie das hier weitergeht. Wir haben natürlich den Wiebald hier. Das ist eigentlich unser Erbe. Ich finde den aber schlecht. Deswegen würde ich... Ich kann gerade nicht. Jetzt nicht mehr. Lass mich mal gucken. Was ist mit dem hier? Selbstverständlich. Der Ibert. Der Ibert ist auf jeden Fall schon besser. Dann haben wir den Ahndert. Der ist meiner Meinung nach noch ein bisschen besser. Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Die ist richtig gut. Jetzt nicht, bitte. Und ganz neu haben wir den Igram. Ein Mitglied eurer Den finde ich auch sehr gut. Sehr gut, sogar wegen der Aufmerksamkeit auch. Stufe 4. Ich glaube, ich würde schauen. Jemand aus eurer Familie hat eine Romanze mit Wilken.
Gelernte Wilken. Ich wollte ihn gerade zum Erben ernennen. Oh. Catherine Andoli ist verstorben. Wir machen erstmal Egon zum Erben. Dem wird das nicht gefallen, den Wiebald. Ich kann gerade nicht. Zumindest. Oh, Mann. Möchte ich ihn als linke Hand. Ich bin gerade so. Behindert. Ja, warum nicht? Komm. Immer ein paar schöne Worte sagen. Da wird auch schon wieder gekämpft. Ich will Beute machen. Ja. Hab was zu tun. Na? Ich bin da. Das ist ein Scherge. Gut. Bin beschäftigt. Ja. Schade. Da haben wir unsere Ehefrau mit Theone verloren. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Was ist mit dem Ebert? Warum arbeitet der nicht weiter? Jawohl. Ich würde sagen, der Ebert kann da mal seine Frau Freundin küssen und hoch. Stopp, Moment. Ich möchte, dass du das auch machst. Ihr habt keinen Ehepartner. Der Wiebald. Warte. Warte. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Die ist verstorben. Ich kann hier das ist der Wiebald. Ich bin gerade beschäftigt. Und der Wiebald hat die Leike. Als Frau. Ich bin gerade beschäftigt. Der Ehepartner ist nicht in der Stimmung, mit euch zu reden. Was ist denn da bitte passiert? Ich kann gerade. Wieso ist die nicht in der Stimmung? Was hat die denn? Ich sehe jetzt gerade nichts. Hier diese Wolldecken, die müssen wir irgendwann mal wegmachen. Aber ich verstehe gerade nicht, warum die da nicht mehr will. Aber gut, vielleicht hat sie gerade schlichtweg keine Lust. Wir haben ein Prozesslimit von 3. Wir können gerade keine Klage einreichen. Sehr gut. Arbeit ist meine Leidenschaft. Wow. Was haben wir denn hier? Das Taschendiebstahl, immer weiter. Also bei dem Prozess hier viel Spaß. Das gibt bestimmt eine schöne Strafe. Stufenaufstieg bei der Familie. Der Krön. Dann gucken wir mal, was wir dem Krön hier geben können. Aufmerksamkeit hat er schon ganz gut. Ich gebe dem ein bisschen Kraft. So, dann können wir hier weiter. Ich wollte aber erst noch mal hier gucken, und zwar. Ich bin der Meister. Bei dir. Sicher. Mach mal kurz weiter. Hat er das jetzt gemacht oder ist hier? Ne, jetzt macht das gerade. Sehr gut. So. Ich kann gerade nicht. Die Diebesgilde verbreitet Gerüchte. So, und dann das hier. Ich kann hier gerade unmöglich weg. 29%. Jawohl. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Der ahndert. Dessen Frau hat auch gerade keinen Bock. Finde ich toll. Ich kann gerade nicht. Was ist mit den beiden hier? Bin beschäftigt. Da geht es. Das geht schnell. Okay.
Ich kann gerade hier bin ich. Und du? Nicht verfügbar. Sehr gut. Immer noch nicht verfügbar. Ah, dann geh weiterarbeiten. Tu was für dein Geld. So, was haben wir hier? Das sieht soweit okay aus. Ich bin gerade verhindert. Mal gucken, ob er es schafft. Waren ja nicht so viele Prozentpunkte. Aber vielleicht haben wir Glück. Jemand erwartet ein Kind. Sehr schön. Da war der erfolgreich. So, du gehst weiter arbeiten. Hier läuft alles. Was ist mit dir gerade? Gut. So, weitermachen. Und dann probieren die das auch nochmal. Wonderful. Willst du das Kinder machen? Ich bin gerade beschäftigt. Das nur bei dir? Ja, okay. Dann macht ihr das mal. 40%. Könnte klappen, muss nicht klappen. Ach stimmt, die Dora ist jetzt ohne Tätigkeit. Dann könntest du... Ernsthaft? Den Igor. Seid ihr euch der Konsequenzen begleiten? Bewusst? Aber von mir aus mache ich das. Der Jeldert ist noch fleißig Hirsche am Sammeln. Die Ursel macht dasselbe. Bin ich mal gespannt, ob das hier klappt. Und? Wir sind gerade erst nach Hause angekommen. Okay. Die brauchen noch ein bisschen. Die fangen gerade an. Haben bald 10.000 für eine weitere Kaserne. Stufenaufstieg bei einem Familienmitglied. Stufenaufstieg. Amt ist unbesetzt. Titel. Hört doch mal auf. Okay, hat nicht funktioniert. Wir haben hier aber einen Stufen. Boah, echt jetzt? Achso, wegen dem Nachwuchs. Ich dachte schon. Dann gebe ich dir ein bisschen Kraft, weil das sehr mau bei dir aussieht. Was gibt es? Bei der hat es leider nicht funktioniert. Das heißt, du gehst jetzt erstmal weiterarbeiten. Und dann gucken wir uns das die gleich nochmal an. Die du gehst Produktion bitte auch weiterarbeiten. Zum Gebäude und alles abladen. Alarmiert. Fehlgeschlagen. Ich kann hier gerade unmöglich. Was hast denn du alles dabei, was du abladen willst? Ah, okay. Charisma 1. Oh, achso, okay. Deswegen. Wegen dem Fehlschlag. Produktion wurde unterbrochen. Ach, das ist bei dem. Dann möchte ich, dass du jetzt wieder hier reinläufst. Weil das ist ja diese Arbeitszone. Es hat wieder jemand versucht einzubrechen. So. Dann sammeln wir bitte weiter. Und wir bauen. Noch eine Garnison. Der bunte Haufen ist ein schöner Name. Ich würde gerne noch eine Kaserne für hier machen. Also für hier diesen oberen Bereich.
Das heißt, ich mache das, glaube ich, so. Ja. Dann bauen wir die mal auf. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingefunden. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Von einer Gilde eingeladen. Eine Gerichtsverhandlung wurde anstehender Gerichtstermin. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Und es ist fertig. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Ein neues Gebäude wurde errichtet. So, dann heuern wir erstmal ein paar Arbeitnehmer an. Also ein paar, zwei. Das kommt weg, das ist illegal. Das hier ist legal. Das hier ist auch noch legal. Ich möchte, dass ihr das im Oberland macht. Dankeschön. Dann noch Erweiterungen. Einmal so. Dann stellen wir die zwei direkt an. Perfekt. Und jetzt brauchen wir noch einmal richtig viel Geld und dann haben wir diese Kaserne fertig. Hier ist die Schmiede. Hier werde ich auf jeden Fall noch einiges erweitern müssen später. Mit der Schmiede werden wir uns dann darum kümmern, dass wir alles ausrüsten. Während die andere einfach so ein bisschen Geld machen kann. Vielleicht... Wir könnten die Mine gerade holen. Oh. Aber langsam. Um 12 Uhr. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Wir brauchen nur erstmal Geld dafür. Momentan haben wir nichts. Sie alles wegklicken, ein Krieg steht bevor. Gerichtsverhandlung, Krieg, sehr gut. Geld weg, wunderbar. Oh, wir gehen gerade ins Minus bis zum geht nicht mehr. Was ist los? Und aber auch direkt wieder, was ist hier? Schädlingssaft. Angriff aus dem Hinterhalt. Was ist denn hier bitte los? Ich darf jetzt aus dem Hinterhalt angreifen. Das ist komplett legal. Ah, guck mal hier. Einmal Einbruch, einmal Taschendiebstahl. Hohes Bußgeld. Sehr schön. Das hat denen ordentlich was gekostet. So, wir lassen diesen Tag mal, beziehungsweise diese Jahreszeit hier rumgehen. Was wir vielleicht noch einstellen könnten, bevor es weitergeht. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Die hier. Opfer eines Verbrechens. Was hat das für Auswirkungen? Keine so richtig. Das bedeutet... 50%. Wir versuchen das hier nochmal. Bin beschäftigt. Dann macht. Muss den was anderes machen lassen. Das stört ja. So sehr. So, das lasse ich am besten Schergen machen. Oder wenn das mit den Kindern fertig ist, dass sie das dann machen. Irgendwie sowas. So,
Jetzt müsste der gleich ankommen. Wunderbar. Wir verkaufen die Spinnen. Das war ganz nett soweit. Stammbaum. Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Ihr wünscht mich zu sprechen? Dann mach du es. Der macht das sofort. Leid an. Vielleicht, obwohl der andere hatte das Problem ja auch gehabt. Ich war nämlich jetzt gerade so am Vermuten, vielleicht liegt es daran, dass man das als weiblichen Charakter nicht machen kann. Aber ich hatte das Problem letztens auch mit Liebe. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, das sieht soweit jetzt alles okay aus. Ich bin gerade beschäftigt. So, ich muss noch mal kurz den... Ich bin zur Stelle. ...aktivieren. Jawohl. Das nächste. Sehr gut. Und jetzt muss ich sie auswählen, damit das hier geht. Ohne Fleiß kein Preis. Also war alles blödsinnig, was ich da gemacht habe. Ich verstehe das. Egal, probiert. 40% ist eigentlich ganz gut. Ach, die sind gerade zu Hause angekommen. Dann wird das nächstes Jahr. Wir sind im Sommer 1425. Also schon eine ganz gute Zeit vergangen. Die Produktion wurde aus Platz. Produktion. Du. Dann ab hier hin. Hat nicht geklappt. Okay, schade. Dann. Jemand mag euch nicht. Jemand mag euch nicht. So, wo haben wir hier? Ich habe schon blaue Flecken. Soll dann auch weiterarbeiten. Hier sind wir schon angekommen. Das heißt, wir verkaufen die Spinnenbeine. 720. Auch eine nette Summe. Ist was? Und dann lasse ich dich auch ganz normal wieder arbeiten. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Dauert das nicht mehr lange, dann haben wir schon den zweiten 10.000er. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich das nicht einfach durchlaufen lasse. Die Helga. Die Helga hatte verdammt viel Charisma, wenn ich mich gerade nicht täusche, ja. Ich könnte die Helga... Sicher. Machst du das inzwischen? Oh, sie macht das. In Ordnung. Kannst du aber sein lassen, arbeite weiter. Solange das hier nicht fertig ist, hat das keinen Sinn. Obwohl, ich würde dich mal kurz hier reinschicken. Wonderful. Wo hat er? Da ist er. Es geht schnell. So, ich hätte gerne einen höheren Titel. Mal sehen, was ich für euch tue. 64.000 und 3.200. 64.000. Okay. Dann gehen wir mal raus. Du kannst weiterarbeiten. Also wir brauchen nur 64.000 statt 80.000. Und 800 weniger Einfluss. Also 3.200 war es. Dann haben wir da schon mal einen Richtwert. Drei Uhr morgens und alles in Ordnung. So. Wie sieht's eigentlich aus mit... Wir können nämlich einen neuen Schergen anheuern. Wunderbar.
Wie lautet Igram der Plan? Heißt er. Na, sowas aber auch. Igram, ich bitte dich darum, zum Marktplatz zu laufen. Ein guter Plan. Ein bisschen schneller laufen. So, dort nimmst du dir einen Pferdekarren. Einen bitte nur, das reicht. So, und dann läufst du, reitest du, fährst du. Gut. Und das ist ein guter Plan. Dahin. Ihr habt die Aufmerksamkeitsfahndung gesetzt. Na komm schon. Wo ist er? Da kommt er. So, da ist er mit seinem Pferdekarren und dann kann der hier nämlich auch anfangen, ein paar Hirsche zu suchen. Dafür wird er jetzt eine halbe Ewigkeit brauchen, das ist mir durchaus bewusst. Könnte mir aber irgendwann den Kick geben, ihn nochmal ordentlich Geld zu kriegen. Wie weit ist der hier inzwischen? Der hat es gerade erst mit seinem zweiten Stack angefangen. Hier war ja noch einer. Du, die Ursel, die macht gerade auch ihren zweiten Stack und dann ist die auch fertig. Bin fleißig. Die Ursel war aber ja eine von uns. Das ist kein Scherbe. Gut, hat uns jetzt noch ein bisschen was Geld gekostet, aber alles in allem bringt uns das später ganz gut was. Vor allem können wir den jetzt da, ja, echt 3 Jahre geparkt lassen. Der interessiert uns nicht. Und dann bringt er uns plötzlich 5000 Münzen. Ich weiß es nicht genau. So in etwa ist meine Wunschvorstellung, was das angeht. Einfach nebenbei, wir vergessen den und irgendwann denken wir, warte mal, was ist denn mit dem da? Wir dürfen nur nicht zu lang vergessen, dass da steht, Igram ist an Altersschwäche gestorben. Das wäre doof. Gut. Sehr gut, würde ich sagen. Wir können keine weitere Klage einreichen, okay. Sehr schön. Der Krieg ist Bombe, Lähmungsgift, jemanden angreifen. Der will's wissen, ne? Der Krieg wurde verloren. Sehr schade. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass der hier bald auch mal unter die Haube kommt. Okay, das wurde unterbrochen. Das heißt, wir müssen für den eine neue suchen. Anja Schluck. Eine Jungfrau. Die ist von der Konkurrenz. Dann fällt die weg. Immer. Anneke. Anneke klingt doch ganz gut. Ist eine gemeine. Wie geht's, Hochgeboren? Bestätigen. Der Jochen wurde. Schau das mal an. Wow, was ist mit dem? Guck dir das mal an. Das ist ja schon. Du Felix Austria Nubel. Lasst andere ihre Kämpfe ausfechten. Ihr seid Diplomat, ein Schmeichler. Durch Heirat und Verhandeln werdet ihr euren Weg in dieser harten, lieblosen Welt gehen.
Plus 1 Klugheit. Plus 4 Charisma. Das ist ein richtiges Monster. Gefällt mir. Den müssen wir gut im Auge behalten, den Jochen. Der, ich bin gerade beschäftigt. Bringt's nochmal. Haben wir die jetzt nicht gemacht? Oder ist der noch unterwegs? Der ist noch unterwegs dahin. Nichts Falsches drücken jetzt. Einfach machen lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Madet Jod, schwenkt rot, grüß euch Jod. Ich bin fort.